einen Traum, oh, ich hatte ne Vision. Ich stand an der Zufallerzeuge mit dem Megafon. Direkt am Kanzler Eck des Nacht irgendwann mit dem orangen Anzug und einer Sonnenbrille an. Ich stand da so ganz cool mit dem Mega in der Hand und sagte euch, hey Leute, ich steck jetzt was in Brand. Ich bin ja gut getarnt und ihr wisst nicht, wer ich bin. Da vorne ist das KDW, da gehen wir jetzt mal hin. Kudams Burning, ein Traum war. Kudams Burning, na 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 na. Kudams Burning, viva, viva. Viva das Viva, Viva, Viva Tone Mia. Wir waren so 20 Leute und es gab noch keinen Alarm. Eine von uns hatte den Benzinkanister unterm Arm. Und andere schlugen Hämmer in die Scheiben rein. Und dann hielt ich bloß das Feuerzeug noch dran. Es brannte lichterloh mit ner Ölpille dran. Selbst die Sprenkelanlage hatte dabei keine Chance. Wir waren echt begeistert, wie das brennt und wie das burnt. Weil das so gut burnt, haben wir uns auch entfernt. Kudams Burning, ein Traum war. Kudams Burning, na 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 na. Kudams Burning, viva, viva. Ja, das Viva, Viva, Viva Autonomia. Wir sangen und wir tanzten und das ging die ganze Nacht mit oranger Haskavier und da noch ein Feuerchen im Fach. Konsumtempel, die flackerten und wir riefen außerdem, der Angriff gilt den Königen und dem ganzen Scheißsystem. Weil Könige sind Schurken und gehören umgebracht, genau wie saure Gurken werden einfach eingemacht. Komm, wir machen die Paläste den Boden gleich. Feuer, Flamme, den Königreich. Könige sind Schurken und gehören umgebracht, genau wie saure Gurken werden einfach eingemacht. Komm, wir machen die Paläste den Boden gleich. Feuer und Flamme, den Königreich. The policemen look like frogs, jumping up and jumping down, but can't sign the crowd. Weil das übrigens überall das Gleiche ist. In Göttingen ist es gnadenlos, wie sich da mittlerweile die Szene auseinander dividiert, zerfetzt miteinander, keine Ahnung. Ich blick nicht mehr durch. Hier ist es ja auch nicht viel besser oft. Man merkt es auch daran, dass es wieder auf dem 1. Mai zugeht. Vorher ist aber noch die Anti-Olympia-Demo. Vielleicht deutet sich daran, dass wir nochmal zusammen ein bisschen was auf die Beine kriegen, dass da mehr als 2000 Leute kommen, müsst ihr mal euren Nachbarn erzählen.